Wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading und auch in diesem Jahr mit Dirk Hilger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und insbesondere freue ich mich auch, dass wir die Webinarreihe mit Dirk auch in diesem Jahr fortfahren können. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wünsche natürlich jetzt in der ersten Woche, in der ersten volle Woche des Jahres, Ihnen natürlich alles Gute fürs neue Jahr und insbesondere viel Gesundheit in der aktuellen Zeit und natürlich beim Trading auch viel Erfolg. Bevor ich jetzt aber übergebe, das bleibt trotzdem auch in diesem Jahr. Wir müssen über den Risikohinweis sprechen. Also dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was uns Dirk heute zeigt. Denn am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist wichtig. Gut, dann lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Oh, erstmal Mikro wieder einschalten und hier wieder die Bildschirme verteilen, da wo sie hingehören. So, dann sage ich nämlich auch mal, sobald man jetzt meinen Bildschirm sieht, was da höchstwahrscheinlich der Fall ist, erstmal der Startbildschirm hier. Und mir ist nur gerade was aufgefallen bei dem, was du gesagt hast, da komme ich aber gleich drauf. So, ja, sage aber an der Stelle. Nein, der war super. So, aber ich sage an der Stelle trotzdem zuerst mal Hallo und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite alles Gute im neuen Jahr natürlich. Und der Nelson hat ja eigentlich gerade schon alles gesagt. Also ist mir auch immer ganz wichtig, ne, bitte nicht einfach nachmachen, nur weil ich was sage. Ich weiß, einige tun das. Wir müssen das sagen. Ich freue mich auch, wenn es aufgeht. Aber ich bin natürlich auch ganz traurig, wenn es da mal nicht der Fall ist. So, jetzt habe ich wieder das Experiment. Moment, ganz kurz. Bevor ich hier wieder... Du bist stumm, falls du mich hörst. Ich wollte ja ganz geschickt sein und wollte das ja eigentlich, dass es nicht aufploppt und kommt dann prompt auf dem falschen Bildschirm raus. Gut, ist dann passiert, ist jetzt eben so. Genau. Also, jetzt bin ich gerade schon wieder confused hier an der Stelle. Ah, ey, das gute Webinar, das macht mich noch fertig. Aber ich könnte ja auch mal so schlau sein, könnte es ja einfach mal halt irgendwie vorher alles irgendwie die einzelnen Fenster da mal irgendwie aufmachen. So, was habe ich gesagt? Also, immer ganz wichtig, nicht einfach nachmachen. Ich freue mich natürlich, wenn es funktioniert, aber bin auch eben entsprechend nicht besonders amused, wenn es dann halt eben nicht aufgeht. Das ist halt ganz klar. Nee, du hast nur vorhin in deinem, Nelson, in deinem Begrüßungstext da gesagt, dienen der Information, nicht, nee, nur der Information. Das klang halt so, das dient der Deformation. Also, nein, der nein, Konto nein, nein. Deformation. Auf, also, dafür kann man es natürlich auf gar auch keinen Fall verwenden. So, jetzt gehe ich aber ganz schnell mal rüber auf meinen Bildschirm. Und aber wir haben hier mich noch eine wichtige Frage. Bitte was? Wir haben hier noch eine wichtige Frage im Chat. Ist der Pulli Standard für die Webinare? Also, habe ich den schon mal angehabt, das kann sein. Ich war letztens echt noch einkaufen, ne? So irgendwie vor Weihnachten, als es noch ging. Und habe mir wirklich halt einen Stapel Pullis gekauft, nur für die Webinare. Und das ist natürlich jetzt gemein, wenn ich den jetzt halt irgendwie zum zweiten Mal scheinbar anhabe. Und weil ich mir auch dachte, ey, ich kann ja nicht immer mit dem gleichen Hemd oder Pulli da sitzen. Ich könnte natürlich einfach ein schwarzes Hemd anziehen oder blaues, da fällt es halt nicht so auf. Ne? Aber so ein Pulli, wenn der halt so ein bisschen markant ist, aber gut. Ist dann halt so. Aber ich habe tatsächlich eine Waschmaschine und eine Putzfrau. Und es passiert schon mal, dass die Sachen auch gewaschen werden. Und ich habe auch noch einen zweiten Pulli. Hemd sah besser aus, ja. Ist schon okay, das ist mir egal. Das heißt, egal nicht, ne? Aber ich glaube, darum geht es ja hier am wenigsten. Aber ich finde es ja sehr schön, dass ihr euch so sehr dafür interessiert. So, jetzt gehe ich aber trotzdem mal hier auf meinen Bildschirm. Erstmal gucken, ob ich hier alles richtig habe. Wo ist er? Da ist er. Erstmal auf die Analyse-Seite. Das ist so ein Wort, das mag ich ja nicht. Analyse, das klingt immer so geschwurbelt. Also, was haben wir hier? Also erstmal muss ich ja, ne, ich habe ja gestern schon gesagt, ich grab mir ein Loch. Ja, also ich habe ja irgendwie
Jahrelang irgendwie gesagt, ich habe ja damals auch recht gehalten, es existiert kein DAX über 14.000. Naja, ne, lag ich wohl halt irgendwie falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass die überhaupt jemals kommen. Ich meine, jahrelang hat es ja auch gestimmt, nur dann eben jetzt halt nicht mehr. So, entsprechend habe ich natürlich halt so ein bisschen, ich will es nicht sagen, Probleme, aber es ist jetzt erstmal halt eine neue Herausforderung. Ich meine, vorher, all die Jahre war der DAX seitwärts und jetzt plötzlich nicht mehr. Jetzt haben wir hier einen Long DAX und mit einem neuen Allzeithoch und das muss ich erstmal mental verarbeiten und mich darauf nochmal einstellen. Das heißt, man muss sich halt entsprechend ja, jetzt hier mal neu sortieren. Ich versuche hier gerade die Frage mitzulesen. Ich finde den Hoodie cool. Welche Marke? Das ist Job tatsächlich. So. Keine weißen Ränder am Shirt. Hä? Leute, ihr macht mich fertig. Hey, unglaublich. Aber das soll ja auch ein bisschen kurzweilig sein hier alles, ne? Wir wollen ja auch nicht einschlafen. Das ist übrigens auch das Stichwort. Ich versuche das heute genauso schnell durchzuprügeln wie letztes Mal auch. Das heißt, also, dass wir alle spätestens irgendwie um 15 Uhr hier auch wieder raus sind. Und weil ich finde es halt immer ein bisschen anstrengend, wenn ein Webinar zu lange geht. So, also in diesem Sinne, dann starte ich hier gleich mal. Und zwar mit dem DAX. Ich muss die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Wir haben 14:21, das heißt noch 9 Minuten. Das heißt, Sprechtempo muss jetzt etwas nach oben. Also, was haben wir da hier? 14.000. Für mich erstmal eine komplette Unzahl. Und sah jetzt heute Morgen auch so ein bisschen aus, als würde der DAX da halt einfach nur mal so ein bisschen. Ich gebe das hier mal frei für die Live-Chart-User dann übrigens noch ohne Lizenz. Die haben das dann jetzt auch während des Webinars. Und so, und das heißt, heute Morgen haben wir halt hier gesehen, dass wir halt die 9-Uhr-Kerze, hier diese in der Mitte, ich mache die mal ein bisschen größer. Da, das waren die 9-Uhr-Geschichte. Ich habe hier die Außenstäbe mal zusätzlich eingeblendet mit einem Indikator von mir, der aber nicht öffentlich ist, aber es gibt ja welche, die das können, unter anderem Ghost von Timo kann das ja halt auch. So, und daran versuche ich mich immer so ein bisschen zu orientieren, weil es halt meistens dann doch ein Umkehrsignal ist, wenn zum Beispiel halt so diese Außenstartstruktur, ne, das ist ja auch Basis dessen, was ja halt auch der Preax-Trail im Stereotrader ja halt auch macht, der verfolgt ja entsprechend Außenstäbe und der hat eigentlich eine gute Relevanz. Und so kann man das halt auch, finde ich, immer ganz gut nehmen, um eben halt auch zu erkennen, wann ist eine Bewegung vorbei. So, und das ist hier die Stunde. Hier haben wir, wie gesagt, die Eröffnungsstunde und um 10 Uhr ging es dann erstmal runter. Ich hätte eigentlich getippt, wir laufen direkt mal die 14.000 an. Das war ein bisschen zu einfach. Und wahrscheinlich bin ich auch nicht der Einzige mit der Idee, dass wir erstmal da runterlaufen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das Ganze halt eben bis jetzt nicht gemacht hat, ne? Weil ich mir vorstellen könnte, dass da halt schon die eine oder andere Short-Position liegt, die jetzt halt in der Schieflage ist. Deswegen ist das dann eher so eine Geschichte, die er als allerletztes macht. So, und das würde auch bedeuten, bei 14.000 hätten wir zuallererst mal tatsächlich eine Long-Zone, wenn er da halt hinkommt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich es fertig kriege, da lang zu handeln, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn halt eigentlich nichts dagegen spricht, rein vom Bild her. Vielleicht muss ich mich da auch im Kopf mal ein bisschen frei machen. So, heißt aber auch andererseits hier oben, wenn man das sich jetzt halt mal anguckt, der Bereich hier, und das waren halt die letzten Supports, ne? Also hier diese Tiefs von der Stundenkerze, da ist er irgendwie 3 Stunden drauf rum geturnt. So, und entsprechend meines normalen Ansatzes, Support wird Widerstand, Widerstand wird Support, nachdem es gebrochen wird, haben wir hier natürlich jetzt erstmal halt Widerstand die ganze Zeit. Und ich gehe davon aus, das hält auch jetzt erstmal und dass wir dann nicht unbedingt nochmal da oben hinlaufen, zumindest jetzt nicht im ersten Rutsch, nicht bevor wir da unten einmal neuen Dip gemacht haben. So, und der plausibelste aller Dips wäre entsprechend hier der Bereich dann bei 14.000. Ja, jetzt rein mal halt für Intraday das Ganze halt betrachtet, ist das erstmal das, haben wir irgendeine schicke Farbe? Ach, egal, so. Wer das jetzt erstmal Intraday betrachtet, das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig weit, das sind irgendwie 60 Punkte und das sollte ja eigentlich mal zu machen sein. Es kann es natürlich trotzdem sein, dass weil wir halt hier oben so wenig Gegenbewegung haben, um 10 Uhr, ne, also in dem Bereich hier, dass wir da einmal halt irgendwie nochmal kurz vorbeischauen und dann hier nochmal irgendwie mit dem Doch da reinstrecken und dann halt die Stunde nach unten schließen. Das kann halt leider sein.
Deswegen ist es nicht so einfach, das Ding jetzt hier mal kurz zu shorten und dann zu sagen, na gut, fällt sowieso 60 Punkte. Wenn man 100 Punkte Stop hat, kann man das machen. Ist aber keine Empfehlung, muss man halt selber wissen. Okay, so, das wäre jetzt erstmal die kurze Betrachtung hier für den DAX. Im DAO sieht es ganz ähnlich aus. Den schnappe ich mir hier auch mal. Ich kann den eigentlich auch mal groß machen, den DAO. Da sieht man es ein bisschen besser. So, und zwar, oh, die Skaliererei hier, die macht einen noch irre im MetaTrader. Immer wenn ich da hochziehe, ah ne, jetzt springt es mal nicht. Gut. So, das heißt hier, eigentlich das gleiche in grün, der hat aber so ein bisschen was vergessen hier an der Stelle. Und zwar hier das ATH von gestern, das ist das entsprechend auch das Tageshoch von gestern. Da hat er nämlich, wie man hier sieht, am Schluss ist er da drauf rum, hat er sich halt entsprechend Support gesucht und hat ihn einfach so durchverkauft. Und dann nicht mal mehr rückbestätigt, was im DAX halt so ein bisschen anders war, ne? So, und deswegen rechne ich hier eigentlich eher damit, dass der halt wirklich so ein bisschen höher springt, jetzt zu den NFPs möglicherweise, dass der halt wirklich einmal das nochmal antestet und dann hätte der seine ersten Supports, das ist halt die gute Frage, ne? Wo der die hat, der hätte die eigentlich bisschen tiefer. Also das ist das Vortageshoch vom Mittwoch, genau, das ist hier die 31.027, da ist er gestern überhaupt nicht mehr drunter gekommen. Gab es heute Nacht dann irgendwie nur einen kleinen Dip und dann ist halt entsprechend hochgelaufen. Von daher weiß ich nicht, ob das hält. Ich würde da eigentlich eher eine Etage tiefer ansetzen, hier bei der 968, weil halt hier auch so ein Cluster ist. Das wäre so ein bisschen hier nochmal drunter. Wäre auch entsprechend jetzt nicht so die schlechteste Idee für die, die halt hier nochmal irgendwie long gehen und wenn hier ein bisschen Volumen kommt, wenn die fliegen und so ein bisschen die erste Auffangstation. Also das wäre halt so ein Szenario, was ich da halt eigentlich erstmal gerne sehen würde. So, ob er das so macht, weiß ich natürlich nicht. Auch klar. Aber das wäre zumindest mal plausibel. Das letzte Mal ist ja super aufgegangen. Also da habe ich ja auch gesagt, irgendwie, wir haben nur irgendwie diese eine Zone, mehr fällt mir gar nicht ein. Das war auch so ein Hin und Her. Und dann ist es einmal kurz runter und dann wieder rauf und dann war es das halt. Also könnte sein, dass es nochmal so einfach wird. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 3 Minuten bis dahin. So, und dann müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen genau gucken, was da halt wirklich passiert. So, und DAX, wie gesagt, sollte, ich hoffe es, weil, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber weil ich im DAX hier eine Short-Position habe von heute Morgen. Und es war aber eigentlich eher mehr Glück als Verstand, was ich da oben gemacht habe. Ich habe halt nur gesehen, irgendwie, das war mehr oder weniger Zufall, 14.100 und dann irgendwie am R2 da oben, also der Pivot R2 von der Stunde und gleichzeitig hat der DAU entsprechend schon runtergeschoben. Da habe ich schon gesehen, der DAU wird da keine Hilfe mehr und das hat halt gepasst, dann kam halt dann nichts mehr. Ne? Das war halt hier auf der Minute, war dann halt ein bisschen Widerstand und sonst halt nichts. Aber wie gesagt, ich habe halt hier tatsächlich auch den Exit verpasst, ich habe mit der Position noch gar nichts rausgegeben. Und habe jetzt halt hier erstmal den Stop da oben liegen, weil ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass der jetzt so wahnsinnig nochmal halt irgendwie da hochläuft. Falls aber doch, würde ich den halt hier stückchenweise rausgeben, dass hier ist dann erstmal die Hälfte und oben wäre halt der ganze Stop, damit die Position zumindest jetzt halt mal nicht irgendwie da halt im Verlust halt endet. Ne? So, gut, also 30 Sekunden haben wir noch. Ich kann hier nochmal umschalten auf den anderen Bildschirm mal kurz. Und im Zweifelsfall muss man dann halt eben dann noch schnell reagieren. Also das heißt jetzt hier im DAO will ich jetzt erstmal direkt keine Position aufmachen, außer oben vielleicht. Das kommt darauf an, wie schnell es geht, bei der 200 dann halt entsprechend, also 31.200. Und hier unten würde ich mir erstmal angucken, wie das Ganze reagiert und dann würde ich da eventuell halt mal eine Runde Long versuchen. So, das ist jetzt aber nur die Einschätzung für die kurzfristige Betrachtung. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, wie das Ganze sich halt jetzt irgendwie dann halt jetzt im Laufe des Tages und so weiter halt entwickelt. So, aber generell, die Impulsrichtung stimmt, muss er sich halt nur runter entsprechend durchdrücken. DAX bremst schon wieder am Tagestief. Wenn das jetzt natürlich hier scheitert und dann hochläuft, dann kann man das da oben meines Erachtens auch vergessen.
da oben halt zu shorten, dann wird das eher anstrengend. Also reicht dann vielleicht für einen Impuls, aber halt mehr wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt. Also es ist halt immer, das sage ich halt auch immer, egal bei welcher Einschätzung, es kommt wirklich immer absolut auf die Reihenfolge an. Nämlich wenn der jetzt halt hier, zum Beispiel jetzt hier an der Stelle, wo jetzt halt gerade hinkommt, dort halt nochmal irgendwie reagiert und dann das neue Hoch ansteuert, ohne hier ein neues Tief zu machen, dann hat er hier eigentlich schon konsolidiert und wird dann halt versuchen, das Hoch auch entsprechend rauszunehmen. Und das halte ich für ein bisschen, das halte ich dann für Short nicht gut. Also im Gegenzug, wenn er halt jetzt direkt hier gestartet wäre, ohne das, was er jetzt hier gerade veranstaltet, dann hätte ich gesagt, alles klar, kein Problem, weil dann mit Sicherheit hier auch wiederum einige geflogen werden. Das heißt, da ist auch oben entsprechend dann zu erwarten, dass dann halt auch ein paar mehr mit der Geschichte halt auch noch mitgehen werden. Ne? Also in die Richtung dann nach unten, um eben halt auch die Schieflage das ein bisschen auszugleichen. Ne? So, aber ansonsten sieht das hier ganz schön nach Stillstand aus, vor allen Dingen DAX, der steht ja wieder da, wo er angefangen hat. Aber mal gucken. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was hinterher. Wie gesagt, die 027 wird man sich angucken müssen und die 968. So, ich gehe mal hier zurück auf den Schirm. Also hier ist ja quasi gar nichts passiert. So, 027, hier ist der Dow jetzt. Ja, 968, ich habe es ja hier drin im Live-Chart. Also ihr habt das, Moment, ich habe das nicht freigegeben. Ich gebe das auch mal für die anderen frei, die keine Lizenz haben. So. Aber da kommt echt wenig nach. Das ist so ein bisschen traurig, ne? Hier kein neues Tief. Das ist sowieso immer, wo man, also was für mich eigentlich beim Trading, ne, wenn ich das halt irgendwie erkläre oder Trades erkläre, es gibt so ganz, ganz einfache Grundregeln und ich setze die manchmal vielleicht ein bisschen zu oft voraus, habe ich das Gefühl, so dass man halt auch nicht als Anfänger da ohne weiteres folgen kann. Ne? Was man nämlich ganz oft sieht, total simpel, ja, wenn jetzt wie hier, ne, da ist ja halt hier das letzte Tief an der Stelle. So, hier die 082. Ich denke, man sieht es ja ganz gut mit dem Gelb. So, wenn so ein Low hier ist, ne, und wir haben hier kein neues Tief und es dauert zu lange, wobei das natürlich das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen schwammig ist, ist der Begriff zu lange. Aber wenn der jetzt halt nicht echt so relativ zügig was nachkommt und das Tief rausgenommen wird, und dann führt das meistens dazu, dass sehr, sehr schnell ein Angriff auf der Oberseite nochmal kommt. Und deswegen ist halt immer wichtig, also egal, ob man das dann jetzt Markttechnik oder wie auch immer nennt, ja, aber wenn so eine Bewegung wie hier stattfindet, wenn die funktionieren soll, dann muss das zügig raus, das Tief. Weil, wie gesagt, es folgt ansonsten die Bewegung nach oben und es ist auch relativ leicht erklärt, warum das so ist. Weil war ja nämlich hier zum Beispiel, wenn jetzt hier Short-Positionen liegen, ja, also wenn jetzt hier Verkäufer sitzen, warum habe ich hier keinen Dom? Moment. Muss mal kurz einstellen. Ich habe den Dow hier gar nicht auf. Ah, Moment. Die Markttiefe nicht dabei. Das mache ich gleich. Oder nee, ich mache es lieber mal. Machen wir doch lieber mal jetzt. So. Sekunde. So. Da sind wir. Also, das ist auch relativ leicht erklärt, weil wenn nämlich jetzt sich hier ein größerer Händler halt positioniert oder halt auch ein paar kleinere zusammen, spielt ja im Endeffekt keine Rolle, die halt hier Short wollen oder hier jetzt Short aufgemacht haben. Und wenn die hier nicht durchkommen, wenn die halt merken, so das funktioniert nicht und weil halt eben halt hier ein Käufer sitzt, der eine Nummer zu groß ist, dann muss dieser Käufer, der muss die gar nicht alle da halt entsprechend rausbügeln, sondern das reicht ja schon, wenn die alle sagen oder die Gegenseite, wer auch immer das ist, dann halt sagt, funktioniert nicht. Ich lasse das. So, und was machen die dann? Die lösen dann entsprechend halt die Short-Positionen auf. Und was macht der Markt? Er steigt. Ja, und daher kommt es nämlich halt einfach. Und deswegen ist es immer immens wichtig, das im Auge zu behalten, wie hier jetzt auch. Ne? Das dauert schon fast zu lange, die Geschichte hier. Es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt hier gleich nochmal irgendwie in 2, 3 Minuten was kommt. Das muss dann aber auch. Ansonsten kriegen wir wirklich noch einen Fehl oder überhaupt einen Ausbruch nach oben. Wie weit der dann läuft, das steht auf dem anderen Blatt.
Aber das muss passieren. Ne? Das wird sonst nicht funktionieren, die ganze Geschichte. Und aber das sind so Basics, ne? Und das ist ja halt, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Markttechnik halt erklären will, klar, weil dann haben wir hier ganz grob gesagt einen Trend, ja, und beziehungsweise halt hier eine potenzielle Umkehr. Das heißt, wir kommen da oben runter. Generell sind wir ja auch im Long-Trend, auch klar. So, und wenn das Tief hier nicht rausgenommen wird, und dann heißt das halt einfach nur, der Trend geht ab hier weiter. So, nichts anderes hätten wir dann an der Stelle, ne? Das heißt, hier in der Stunde sieht man es natürlich ja, so ein bisschen besser. Das ist ja halt ganz klar Long, ne, was wir hier sind. Auch wenn wir jetzt hier oben halt Gegenwehr haben und an der Stelle jetzt erstmal halt ein paar Verkäufer und auch hier eine Umkehr von den Supports, klar, aber trotzdem haben wir halt hier immer noch einen Long-Trend. Und wo der jetzt seine Korrektur sucht, das steht auf dem anderen Blatt. Ich meine, die plausibelste wäre natürlich hier, ne, oder zumindest mal in der Nähe von diesen Tiefs, weil dann hätten wir halt entsprechend auch kein neues Tief und der Trend wäre intakt. Aber wie gesagt, wenn der da nicht hinkommt, dann macht das hier überhaupt gar keinen Sinn, ne? Da halt irgendwie lange dran festzuhalten. Sieht man ja schon, ne? Es kommt nicht aus dem Quark hier. So. Das heißt für mich auch, ich nehme jetzt hier auch direkt mal einen Teil raus, weil ich habe keine Lust mehr anzugucken, wenn das Ding dann jetzt irgendwie die Oberseite nochmal da halt passieren sollte. Und so hier über die Hochs drüber, das ist egal. Aber halt, da muss er ja erstmal drüber, da ist halt auch hier die Kassaeröffnung an der Stelle. Aber er muss es halt einfach irgendwann machen. Ne? Weil sonst passiert nämlich genau das, ne, was wir hier jetzt schon sehen. Die ersten geben hier wahrscheinlich schon auf und oder halt entsprechend der Trend wird hier wirklich an der Stelle schon fortgeführt und versucht jetzt halt hier mit dieser kleinen Konsolidierung, die wir hier haben, entsprechend über die Hochs hier schon wieder drüber zu kommen. Das weiß man halt eben nicht. Ne? Und deswegen ist halt immer wichtig, dass man halt solche Geschichten im Auge behält. Und wenn ich zum Beispiel halt irgendwie sage, ich bin halt irgendwie short und nachher wundert man sich so irgendwie, was ist denn aus dem Trade irgendwie geworden, wenn ich sowas sehe, ne, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich genau weiß, wie schnell das dann halt entsprechend dann halt hier oben auch nochmal steht. So, ich denke mal, das ist plausibel soweit, aber hier passiert jetzt irgendwie gar nichts. Ne? Das ist natürlich sehr schade, als sind hier gerade ja mal irgendwie, wie viel war das denn jetzt hier an Punkten? Irgendwie 50, 40 Punkte darunter. Das ist natürlich für NFP ist ganz schön mau. Das hätte natürlich auch jetzt einfach mal weitergehen können, aber man sieht ja, ist es halt nicht. Ne? Jetzt aber hier Long will ich jetzt auch nicht unbedingt, weil wir hier halt einfach, wenn man sich das mal halt irgendwie in der Stunde nochmal anguckt, stehen wir einfach nur in der Mitte, ja. Es läuft hier irgendwie seitwärts da die ganze Zeit. Weiß ich nicht, ne? Und wie gesagt, das ist halt, das macht, glaube ich, irgendwie gar keinen Sinn, irgendwie gerade. Das ist natürlich doof. Letztes Mal war es ein bisschen interessanter, da ging es halt irgendwie ratzfatz, irgendwie 70, 80 Punkte runter, 100 wieder rauf und nochmal 50 zurück. Genau wie vorher bestellt. Aber gut, ist halt nicht so heute. Alright, also Zahlen mega schlecht, schreibt der Lutz hier gerade. Ja, klar, ne? Das ist, was ist da, also, soll man da erwarten? Was soll man da erwarten? Also, ja, ganz kurz hier mit dem Update wird gerade gefragt. Ja, Leute, ich sag euch, ne? Ich bin seit irgendwie komplett Weihnachten, Silvester und den halben Dezember durch. Bin ich halt wirklich nur mit diesem Update da beschäftigt. Und was ja hauptsächlich der Statistik geschuldet ist, das ist eine, also was irgendwie klingt erstmal sich wie eine Kleinigkeit, wo ich dachte, es wäre eine Kleinigkeit, hat dazu geführt, dass halt wirklich ein radikaler Umbau halt wirklich von der ganzen Basis da halt erfolgt ist. Und ich gehe hier so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gerade. Also es ist nicht so, dass das aus Langeweile liegen bleibt oder weil ich irgendwie da mich an anderen Sachen aufhalte, wirklich überhaupt nicht. Es ist eher so, dass ich halt wirklich Tag und Nacht da dran bin und das unbedingt fertig kriegen will. Wir sehen jetzt hier übrigens gerade, das ist die letzte Beta von heute Morgen, ja. Und weil ich die jetzt auch gerade mal auf zwei Live-Konten jetzt mal teste, das sieht jetzt erstmal alles ganz gut aus. Die Optik sieht man auch, ist so ein bisschen anders, ne? Es ist halt alles so ein bisschen hier
Highlighting und ist auch insgesamt von der Bedienung, glaube ich, die wirklich flüssigste Version, die es da halt je auch gegeben hat. Und das ist aber eher dann so parallel nochmal passiert, weil ich zwischendurch mal was anderes sehen wollte als Statistik. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon relativ weit fortgeschritten, aber halt eben noch nicht so, dass man es halt releasen kann. Und dieses Stadium jetzt auch erst seit heute. Ne? Also hier Statistik funktioniert auch, es war vorhin irgendwie ein kleiner Trade. Und ja, geht schon. Aber ist noch leider nicht ganz spruchreif. Okay, so, dann gucken wir mal, was macht der DAX hier? Der hat natürlich jetzt erstmal die gleiche Motivation. So, hier passiert jetzt wahrscheinlich erstmal nichts. Ne? Also man kann irgendwie natürlich versuchen, wie gesagt, ich traue dem Braten nicht so ganz hier mit diesem Low, was er hier gemacht hat. Aber generell wäre das, jetzt muss ich überlegen, ah, jetzt ist das andere Konto, da muss ich ein bisschen kleiner ran. Generell kann man das halt schon machen. Hier oben ist ja auch die Value Area High. Ich mache mal hier das mal kurz auf Fullscreen. Die Value Area High ist auch hier oben. Das heißt, dort ist 70% des Intraday-Volumens ist dort oben vorbei. So ein bisschen komprimiert sieht man es noch mal ein bisschen besser. Ne? Hier das Support, Support, Support und dann plapp und dann nicht mehr gesehen. Ne? Und deswegen ist das hier oben schon klar. Ein Short Entry. Genau am Vortageshoch, weil da hat er ja versucht, sich irgendwie drüber zu behaupten. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein, weil wie gesagt, das hier gefällt mir nicht. Ne? Weil halt eben wir hier ganz eindeutig aufsteigend die Tiefs haben. Muss man aufpassen. Ne? Kann natürlich genauso gut sein, dass es hier einmal kurz überfahren wird und wir direkt halt hier die Highs nochmal testen. Möglich. Aber trotzdem kann man mal so machen. Ich lasse den jetzt mal hier liegen, falls es irgendwie jetzt halt noch kommen sollte, was ich jetzt nicht unbedingt sehe innerhalb der nächsten 10 Minuten. Aber man weiß es ja nicht. Und dann würde ich den mal machen. So, Stop erstmal einschalten, damit das halt auch gewährleistet ist. Ja, übrigens, die Herausforderung war hier halt auch so ein bisschen die Netting-Accounts. Ne? Also, das kann der Nelson mehr zu sagen. Ich weiß nicht, wie war das jetzt schon. Nicht mehr Beta ist, aber Netting-Account, das heißt volle Verrechnung. Und da hat die Statistik hinten und vorne nicht gestimmt, aber das lag weniger daran, dass es falsch gemacht war. Das lag eher daran, weil der MetaTrader 5 dazwischendurch mal ein Update bekommen hat, mit einer kleinen Änderung, die aber eben wirklich alles auf den Kopf gestellt hat. Also die Änderung war nicht klein, sondern es ist halt schon übel gewesen, aber muss man halt durch. Ne? So. Also den hier auch, ne? Ich lasse den lieber mal irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche keine Position bis nächstes Weihnachten. Aber zumindest mal hier die VAH. Aber ich glaube halt einfach wirklich, dass das hier dann jetzt möglicherweise auch nochmal versucht wird, zumal der ist genau wie der Dow. Ne? Sieht man hier auch kein neues Tief, sondern hier im Gegenteil steigendes Tief. Dann könnte also durchaus sein, dass der auch direkt nochmal nach oben preschen will. Und dann haben wir hier entsprechend ja halt die Widerstände, die wir da halt gerade gesehen haben. Ne? Und deswegen geht der Stop hier drüber. So, weil da darf er halt eigentlich nicht, wenn das funktionieren soll. Und das ist dann halt bestenfalls noch Phishing. Und ja, muss man ja nicht unbedingt mitmachen. So, ich gehe aber mal kurz nochmal auf das Bild. Jetzt traue ich, jetzt hat das Ding hier sich schon wieder versteckt. Ich habe jetzt Angst, wenn ich das aufmache, dass es wieder auf dem falschen Bildschirm liegt. Nelson, du musst ja eh schon schneiden, ne? Nö, ich schneide dir nix. Okay. Na gut. Dann auf deine Gefahr das heißt Gefahr. Also ich meine, du kannst mir den Bildschirm auch irgendwie kurz wegnehmen, wenn du willst. Für eine Sekunde. Mir ist das, ah ne, ich kann das doch hier pausieren, ne? Warte mal, ich kann doch hier Ja, Pausen kannst du. drücken. Ja, krass, guck. Ich werde noch zum Go-To-Webinar crack. So. Irre. So. Ja, die Hänger, ne? Also, pff,
Ja, lese ich hier gerade, ne? Es hat tatsächlich nichts mit dem Stereo-Trailer zu tun. Also wir haben ja halt auch, das ist ich weiß nicht, was Metacodes da sich mit den Kursdaten abhält, ne? Aber das ist nicht der Stereo-Trailer. Auch ohne den Stereo-Trailer hängt der Metatrader hier und da immer wieder, weil er halt keine Kurse bekommt oder weiß der Kuckuck warum, ne? Und wenn das halt dann im Stereo-Trailer natürlich auch noch stattfindet. Und gleichzeitig ist halt so, ne? Also ich kann da nur jeden ermutigen, steigt denen mal aufs Dach. Also mit ihren komischen asynchronen Berechnungen, die sich da abhalten. Auch man sieht es ja zum Beispiel, wenn man mal MetaTrader nur mal ganz schnell am Rande, MetaTrader auf dem iPad als Beispiel irgendwie aufmacht oder auf dem iPhone. Ja, dann mach mal irgendwie Tageschart auf und dann halt irgendwie ein Moving Average 200. Das ist ein Witz, ja. Also das wird dann halt immer stückchenweise und immer nochmal neu gerechnet, immer nochmal neu. Du rechnest dann 30, 40 Mal und wird der Bildschirm aktualisiert und jedes Mal werden die Daten neu angefordert. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, statt es einmal durchzurechnen und sagen und dann eine Meldung aufzuploppen, Sekunde, und dann ist der Fall erledigt. Nee, lieber macht man es 30 Mal und verbraucht dann halt am Ende ja, 20 Mal so viel Zeit, beziehungsweise 15 Mal so viel Zeit. Verstehe ich nicht, ne? Aber so ist es halt eben leider. Das hat mit dem Stereo-Trader nichts zu tun. Gut, genug gemeckert. Also, generell, also das ist jetzt ohnehin, ne, nur die Betrachtung halt hier für die Stunde heute, ja, beziehungsweise Intraday, wäre das jetzt die kurze Betrachtung. Aber im DAO, was mir da halt einfach wirklich ins Auge fällt und weshalb ich da auch eigentlich erstmal für runter wäre, ist nicht, weil ich sage, ja, der muss ja mal runter, nein, müssen tut ihr gar nichts. Und ich gehe gleich übrigens noch darauf ein, auf das, was ich im letzten NFP-Webinar gesagt habe, weil da muss ich ja so ein bisschen was jetzt auch korrigieren von den Aussagen. So, aber jetzt nochmal, generell erstmal für die mittelfristige Betrachtung, ob das jetzt heute oder nächste Woche, ich weiß es nicht. Der Bereich hier, wo dann endlich über diese ewige Range da halt ja ausgebrochen ist, jetzt mal von dem Ding hier mal ganz zu schweigen, aber man sieht hier lange konsolidiert, ne? Also hier irgendwie 2 Tage da auf der Stelle getreten und dann bricht das Ding nach oben aus, hier auch kein Rücksetzer, nix, nur hier oben an diesem ATH, heißt für mich, der Bereich hier, das ist eigentlich der Long-Bereich, der interessant ist jetzt erstmal. Und es wäre natürlich ein Dip von mal schlappen 600 Punkten, ne? Aber das kann auch dann irgendwie in ein paar Tagen dann auch irgendwie 1000 Punkte sein, wenn es noch nicht kommt. Aber das ist für mich jetzt erstmal der einzig relevante Bereich für Long oder wo ich auch sagen würde, das kann funktionieren, da kann man auch mal die Füße stillhalten. Das kann nämlich dann entsprechend halt auch nochmal ganz hochlaufen und dann meinetwegen auch nochmal 1000 Punkte draufsetzen. Weil das letzten Endes, was hier gelaufen ist, diese Aufwärtsbewegung, mach die Kerze ein bisschen größer, ne, hier bei der Kasse war, das war Kasseeröffnung, zack, da unten hin in diese Zone, rauf, rauf, rauf. Nichts korrigiert. Auch hier dazwischen, nur ein einziger Squeeze. Und das wird ja in der Regel halt, wenn es um normalen Handel oder generell, werden Squeezes ja halt irgendwie auf Anfang zurückgesetzt. Der Anfang wäre jetzt hier allerdings 30.200, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, ja. Aber halt hier zumindest mal bis dahin, wo halt entsprechend das Ding durchgestartet ist. Und Squeeze, auch nur mal vielleicht ganz kurz, damit wir da nicht aneinander vorbeireden, aber Squeeze heißt nicht, dass es schnell gehen muss. Squeeze heißt nur, es wird rausgedrückt, rausgequetscht, ja. Und ein Squeeze im Markt ist nichts, was jetzt irgendwie schnell hoch, schnell runter. Ein Squeeze ist einfach nur, wenn es wirklich drückt, ohne Korrektur. Das heißt, wie hier ist ein Anstieg ohne Korrektur. Das ist ein Squeeze. Und ob der jetzt dann halt einen Tag oder 2 Tage läuft, spielt gar keine Rolle. Aber das ist ein Squeeze. Und es hat bisher, ich glaube, noch in 99% der Fälle gestimmt, wo ich gesagt habe, das sehen wir wieder. Und oder wo ich es als Squeeze benannt habe, wo es dann halt eben auch entsprechend so kam. Wie gesagt, er ist jetzt ein bisschen weit gelaufen, wir haben hier so ein bisschen konsolidiert, reicht aber für meine Begriffe nicht. Und deswegen ist das hier unten und dann kämen dann halt auch die EMA 200 Verfechter
würden hier halt auch zum Zuge kommen und könnten da unten entsprechend halt dann auch das Ding kaufen und sich dann nachher drüber freuen, wenn der EMA 200 nochmal gehalten hat, ne? Also das halte ich für an der Stelle tatsächlich für sinnvoll und würde auch gut zusammenpassen. Ich würde halt nie den EMA einfach so handeln. Es muss schon zu irgendwas passen. Und das wäre halt hier der Fall, ne? Also 30.000. 550, da muss man auch ein bisschen Luft sicherlich lassen, irgendwie nach unten, wenn das kommen sollte, weil dann ist ja erstmal halt auch, wenn das so käme, ja, dann haben wir erstmal auch einen Trendbruch. Das würde dann auch bedeuten, dass da halt auch ein paar Positionen dann halt auch fliegen, ein paar Longs, ne? Und deswegen muss man dann natürlich auch ein bisschen Luft einplanen. Das heißt, es muss nicht genau in diesem Bereich halten. Es kann genauso gut irgendwie einen Spike hier runtergeben und dann halt nochmal hier schließen. Dann konsolidieren hier auf der Stelle und dann nochmal hoch. Ne? Das kann halt sein. Aber generell ist das halt so der Bereich, wo die nächsten Käufer halt kommen sollten und dürften. So, das wäre dann halt, wie gesagt, so die mittelfristige Betrachtung. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir das heute mal so ein bisschen hier halt irgendwie ansteuern, zumindest mal die Richtung. Ja, und deswegen habe ich auch hier die 968 auf dem Schirm, aber kann natürlich sein, dass das dann nachher halt mit dem Kassamarkt dann halt hier kommt, womit ich eigentlich schon rechne. Ich glaube nicht, dass die Kasse da oben jetzt einfach weiter durchläuft, zumal die hier auch gestern in dem Bereich, also hier, das war 17 Uhr, also 16 Uhr bis 17 Uhr, da kam ja gar nichts mehr. Ne? Und auch um 22 Uhr haben die auf den Knopf gedrückt nach unten. Die wollten halt an der Stelle nicht mehr. Und deswegen sollte das eigentlich mal halt so mindestens kommen, irgendwie zur Kassaeröffnung. Und dann werden wir mal sehen, zumal hier in dem Bereich auch die Kassaeröffnung von gestern halt auch liegt, ne? Relativ genau auch bei der 970. Also ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht mag ja jemand nachgucken. Aber das müsste halt passen. Und dann, ne, das vom Prinzip wäre es ein Reset eigentlich dann auf gestern. Und dann hat die Kasse auch nochmal die Chance, halt nochmal hier sich nochmal einzukaufen. Und wenn das halt eben nicht funktioniert, das spreche ich dann auch entsprechend für den Bereich hier. Das wäre dann halt ein Reset auf vorgestern. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und deswegen wäre mir das natürlich eigentlich am allerliebsten, die Geschichte jetzt nicht, um da halt brutal zu shorten, sondern halt wirklich, um dann auch mal einen Long irgendwie in den Markt zu kriegen, der halt auch mal stehen bleibt und der auch mal laufen kann, weil hier oben wird man nichts mehr zum Laufen kriegen. Das halte ich für relativ unmöglich. Ne? Man kann natürlich, darf und sollte natürlich auch da oben immer wieder Long gehen. Ist auch richtig so, wir sind ja im Long Trend, aber man wird keine Position da oben hinkriegen, die dann halt irgendwie nochmal 500 Punkte läuft. Höchstwahrscheinlich nicht. So, genau. DAX, was macht der? Steht immer noch auf der Stelle. Also genau, ich muss mal noch ganz kurz hier so ein bisschen zurückrudern zu dem, was ich ja letzten Monat in den NFPs gesagt habe. Dazu brauche ich aber, glaube ich, den Daily. Und ich kann das ja hier kurz mal drin lassen auch. Gibt es die Zeichnung mal kurz frei. Den Daily. So. Und zwar. So generell habe ich ja seit gefühlt 2 Monaten oder ich weiß nicht wie lange den Bereich mit der Jahreseröffnung. Wo ist er? 28.000 irgendwas. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn hier eingezeichnet. Das müsste, die gestrichelte müsste es hier sein. Genau, das ist die Jahreseröffnung 2020. Oder? Ja, müsste stimmen. Genau, hier war nämlich halt auch ein Squeeze und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wir kommen an der Geschichte hier nicht vorbei. Und ich rechne eigentlich damit, dass wir die zum Jahresauftakt in 2021 dann machen. Zumal er hier halt. Das ist eigentlich bärisch, was er hier gemacht hat. Das ist letzten Endes ja flaggenähnliches Gebilde. Ich bin zwar jetzt nicht der Experte, was halt Formationen angeht. Trotzdem gucke ich immer, wenn sich halt was abzeichnet, dass ich das dann entsprechend halt auch verstehe und dann halt eben auch drin habe. Kommt der hier gerade runter oder meine ich es nur? Moment mal. Ich muss jetzt hier doch noch was verpassen. Ja, macht sich hier. Nein, das ist der DAX. So, er geht das Ganze nochmal an. Okay. Zweite Runde quasi, 14,54, ja. Also hier jetzt shorten, halte ich für ganz schlechte Idee natürlich. Ne? Hier am Low. Bisschen tricky. Aber gut.
Jetzt kommen wir eh erstmal nicht da rein, aber ich kann ja mal bei der 968 dann auch mal eine Order hinlegen. Okay. Achso, ja, genau. So, gucken. So, reicht immer noch nicht. So, 9, 6, 7, 970. So, man weiß ja nie. Vielleicht geht es ja doch irgendwie gerade noch ganz schnell. Also, ich gehe nochmal kurz zurück hier, um das nochmal kurz abzuschließen. Also, da war ja meine Einschätzung, also wie es sich entwickelt hat, war erstmal falsch. Jein, ne? Ich habe es ja halt, also geht nicht darum, Recht zu behalten. Es geht nur darum, dass man es versteht. Weil ich weiß nicht, ob es in einem NFP-Webinar war oder halt in einem anderen danach, habe ich halt auch gesagt, also generell, die Geschichte hier, weil wir hier mit einem Squeeze durchgekauft haben, außerhalb der Kassazeit, das heißt, das war nur der Future. Und die Kasse ist dann irgendwo da oben gestartet und die haben halt hier in der Kasse einen riesen Gap. Und das muss auch nicht unbedingt zugemacht werden, das Gap. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass halt hier, weil das halt nur im Future passiert ist, kein Mensch hat hier Aktien gekauft. Kein Mensch, ja. Und das ist halt immer so ein bisschen von der Plausibilität halt mein Ansatz, dass ich jetzt sage, okay, wem nutzt das? Ne? Das ist zwar ganz schön, dass es halt hoch steht, aber wem nutzt die ganze Geschichte, wenn da ja keiner kaufen konnte? Sondern das heißt, man kauft hier dann jetzt quasi in der Luft weiter. So, und das macht halt keinen Sinn. Und da habe ich aber halt dazu erklärt, und das hat sich dann jetzt halt auch leider so ein bisschen bestätigt, einfach die Sache, dass, ich habe ja gesagt, wenn aber jetzt, ich habe das so erklärt, durch dieses Seitwärts, was wir halt hier hatten, ne, mit Tendenz nach oben, wenn der Markt aber jetzt hingeht, oder beziehungsweise halt die Kasse, der oder diejenigen welchen, die halt letzten Endes halt die ganzen Aktien da halt durchschieben müssen. So, wenn die das gleiche Spiel machen wie wir und sagen halt, okay, wir handeln die Range, ja, das heißt, wir versuchen immer, wir stoßen oben ein bisschen was ab, kaufen unten immer wieder was ein, oben wieder was raus, unten was rein. Wenn das lang genug gemacht wird, und dann erübrigt sich natürlich halt auch die Geschichte hier, weil dann hat man ja dadurch den rechnerischen Break-Even, vorausgesetzt, wie gesagt, das gelingt, aber dann hat man den rechnerischen Break-Even dann so weit nach unten gezaubert, dass es dann halt auch irgendwann egal ist. Wenn man sich jetzt mal anguckt, der Bereich hier, so behaupten wir mal, das wäre eine Range. Ich habe das jetzt nicht vorher ausgerechnet, aber ich habe da vorhin drüber nachgedacht, ob ich das mal irgendwie, vielleicht mal versuchen sollte, irgendwie zu zeigen. Und so, sagen wir mal, das wäre jetzt die, weil bis hierher war es ja eine Range, da oben ging es ja schon in Richtung Ausbruch. Sagen wir mal, das hier war die Range. So, dann haben wir da eine Strecke von 30.450 runter bis 29.500, wobei die kam ja fast nicht mehr. Lassen wir das mal weg. Machen wir mal nur das Stück hier, mal ein bisschen weniger. Also 29.600, 450 ist eine Range von ganz grob 800 Punkten. Da die jetzt diagonal verläuft, teilen wir das Ganze mal durch 2. Also haben wir eine Range von 400 Punkten. So, jetzt gehen wir außerdem mal noch davon aus, dass das ja nicht perfekt zur Konsolidierung genutzt werden konnte, sondern immer so Pi mal Daumen, oben verkaufen, unten kaufen, halbieren wir die ganze Geschichte nochmal. Und dann haben wir hier noch 200 Punkte übrig. So, wir haben eine Diskrepanz hier unten von, was haben wir da, wo sind wir da gestartet, da oben im, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ich glaube schon auch so in dem Bereich, aber kommt ja so genau nicht drauf an. Wenn man jetzt aber mal guckt, 1, 2, 3, 4 meinetwegen, 5, 6, 6 Mal ist die Geschichte gelaufen. 200 Punkte, wenn man es Pi mal Daumen gemacht hat, konnte man mitnehmen, es sind 1200 Punkte. So, geht man dann mal von dem Hoch aus. Ja, das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Milchmädchen-Mathematik, aber so ein bisschen Pi mal Daumen natürlich, von 30.000 runter bis 28.600, das sind 1400 Punkte. So, wenn man das so Pi mal Daumen rechnet, wie ich es gerade gemacht habe, 1200 Punkte, die man dadurch halt rechnerisch konsolidieren konnte, dann hat sich das halt hier erledigt. Wie gesagt, es ist Pi mal Daumen. Ich habe es noch nicht vorher ausgerechnet. Es ist auch bestimmt kein Zufall,
dass das jetzt gerade halt auch so passt. Ich hoffe, man konnte so ein bisschen nachvollziehen, was ich damit gemeint habe. Aber das ist ja nichts anderes als das, was ja auch im Stereo-Trader der Trade Break-Even rechnet. Und glaub mir eins, also die Leute, die halt letzten Endes halt die Fonds halt rechnen, ja, die müssen ja halt auch, die machen ja nichts anderes. Denen ist ja egal, ob jetzt irgendwie halt eine Position rein oder raus, ob die jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, da kommt es aufs Gesamte an, ne? Und wenn man das halt so sich mal von der Seite dann betrachtet, dann kann man auch sagen, gut, ist egal, ne? Muss jetzt auch nicht mehr kommen, weil durch diese Konsolidierung, durch das, weil immer oben verkauft und unten ein Stück gekauft wurde, immer wieder mal, hat man natürlich so viel Gewinn dann halt auch zwischenzeitlich realisiert, so dass man das übertragen auf das, was halt ein Aktienpaket ist, eigentlich dann auch nach unten dann halt eben rechnen kann und dann halt rechnerisch genauso weit ist, ja, also vom Profit her, wie wenn man da unten dabei gewesen wäre. So. Und ich finde die Betrachtung nicht so ganz falsch. Das aber halt nur nochmal, um das zu erklären, warum sowas dann halt eben auch entsprechend so eine Konsolidierung auf der Stelle dann eben auch dazu führen kann, dass es halt eben dann trotzdem nach oben klatscht. Ja, wenn man das jetzt, klar, wenn man das als Flagge sieht, dann würde man sagen, ja, falsch rum aufgelöst. Vielleicht war es einfach zu lang, ne? Die Flagge. Aber das erklärt oder das ergibt dann zumindest mal halt kalkulatorisch dann halt Sinn. Ich hoffe, man konnte das verstehen, wie ich das gemeint habe. Aber das erklärt zumindest, warum da oben plötzlich wieder Käufer kommen. Ne? Nicht, weil die alle verrückt sind, sondern weil die halt hier wirklich gemanagt haben. Wenn das die gleichen sind, die jetzt hier oben kaufen. Ne? So, von daher wundert mich dann, ist dann halt auch jetzt erstmal nicht mehr, dass das halt da oben weitergeht. Und deswegen ist das jetzt erstmal der Bereich hier erstmal vom Tisch. Außer natürlich, wenn es das halt irgendwie. Genau, was kannst du nochmal erklären? Ja, kannst du zurückspulen, kannst du. Na, so, ist aber erstmal vom Tisch, außer wenn halt nochmal irgendwann eine größere Bewegung kommt. Ja, wenn halt irgendwie nochmal ein Crash kommt oder ein kleiner Crash oder wie auch immer, größere Rücksetzer, dann ist das mit Sicherheit nochmal interessant. Jede Wette, dass das dann halt der erste interessante Bereich werden wird. Ja, nur muss es jetzt nicht unbedingt nächste Woche sein. Ne? Es kann auch, weiß der Geier, wann auch immer sein. Aber macht euch da. Postet dran an die Stelle, die wird nochmal irgendwann interessant. Wann auch immer. Gut, so, also gerissen haben wir hier leider nichts. Ich glaube, es ist aber auch nachvollziehbar, ne? Weil die Bewegung ist dafür echt zu lau hier. Also, als dass man da jetzt irgendwie hätte, ne? Klebt ja immer noch hier an den Tiefs rum. Macht keinen Sinn, ne? Klar, wenn wir jetzt irgendwie Pi mal Daumen da halt sagen können, ja gut, hier die Hochs. Ja, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt irgendwie nicht wirklich so prickelnd gefunden, sonst hätte ich es gemacht. Das hier oben wäre sauber gewesen, das hier unten auch und das hier ist unnötig. Irgendwie. Aber mich, hatte ich gerade den Ton weg? Hier kam gerade so eine komische Meldung. Ja, alles gut. Okay. Also, das wäre so jetzt meine Betrachtung und ich denke mal. Auch mit dem Dow Daily sollte das ja irgendwie für 4 Wochen dann auch erstmal halten. Ich könnte mal irgendwie noch mal kurz einen Blick auch auf den DAX werfen im Daily. Guck, ob sich da noch irgendwas findet und erklären lässt. So, ich mache das mal kurz hier. So. Also, eigentlich nicht, ne? Also, der hat halt, das Ding ist halt tatsächlich jetzt einfach erstmal long. So, sonst ist da halt nicht wirklich was. Der hat auch konsolidiert, hier relativ sauber, hat auch nicht wieder Dow irgendwie alles weggelassen. Eigentlich ist der sauberer Long als der Dow gerade tatsächlich immer noch. Ne? Beziehungsweise Dow hat es jetzt eigentlich auch relativ sauber, der, aber wie gesagt, der kann halt noch gerne diesen Dip von 600, 700 Punkten herunter machen auf die Zone, wo ich gezeigt habe, was der DAX damit anfangen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil da fehlt irgendwie nicht so wirklich was, ne? Im DAX. Das ist halt das Verrückte. Man soll es nicht meinen, ne? Aber okay. Der kann theoretisch einfach so weiterlaufen. Ne? Also außer jetzt bis heute sollte zumindest mal die 14.000, das habe ich ja gerade irgendwie vorher noch gezeigt. Also die sollten jetzt schon irgendwie kommen. Und vielleicht auch nochmal irgendwie ein paar Punkte runter, sodass er hier nochmal auf den Hochs aufsetzt.
Das sind wir eigentlich schon wieder in der Stundenbetrachtung. Also hier der Bereich dann halt, da ist natürlich jetzt falsche Farbe, aber weil er die jetzt ja halt gekauft hat, da darf der schon auch gerne nochmal hin. Das heißt, das wäre nochmal knappe 100 Punkte unter die 14.000, dann kann er es halt nochmal versuchen und dann wäre es natürlich wichtig, dass er oben halt weiterläuft, sonst ansonsten stranden wir hier seitwärts. Aber erstmal runter, ja, bitte, ne? Mindestens 14.000, lieber 14.900 irgendwas und dann halt nochmal weiter rauf. Und vielleicht passt das ja mit dem Dauer nachher dann halt auch zusammen. Aber ansonsten fehlt hier tatsächlich im Daily gar nichts im DAX. Also jeder Bereich ist, hier gibt es nichts, ne? Auch hier Widerstand an der Stelle, beziehungsweise zumindest mal halt abwärts. Aber auch hier, ne, Widerstand durch und dann nochmal runter, bestätigt, hier durch. Und das ist das Einzige, was dann halt hier, wo ich ja gerade gesagt habe, ne, dass man die halt vielleicht dann halt irgendwie nochmal rückbestätigt. Aber mehr halt auch nicht. Und sonst fehlt da halt, sonst kann das erstmal tatsächlich so weiterlaufen, die Geschichte. Gut, gut, mehr weiß ich jetzt tatsächlich nichts, war dann leider so ein bisschen theoretisch heute. Aber kommt halt vor, der Markt will halt nicht immer, wie man selbst will. Und vor allen Dingen, ich muss halt hier natürlich auch mal gucken, dass ich halt Positionen dann halt irgendwie reinkriege, die dann halt entsprechend halt auch ein bisschen mehr Sinn macht und zu dem passen, was ich halt ja auch sage. Letztes Mal war schön, ja, die war wirklich ratzfatz, irgendwie ein paar Sekunden, dann war der Fall erledigt. Aber heute lassen die sich halt alle ganz schön bitten. Ne? So, hier sieht man ja wieder kein neues Tief. Ne? Entsprechend schiebt das hier jetzt die ganze Zeit rauf und runter, bis das Ding da halt erledigt ist. Ne? Gut, also, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe ja gesagt, irgendwie maximal 15 Uhr. Jetzt bin ich ja doch noch 7 Minuten drüber. Aber es sind ja fast noch alle da. Und was mich natürlich auch sehr freut, auch wenn ihr ganz schön stumm seid, aber ich glaube, ich habe heute so schnell und so viel geredet am Stück. Wahrscheinlich habt ihr alle schon den Ton ausgeschaltet. Deswegen sagt auch keiner Nein, nein, nein. was. Das siehst ja, Selbstironie ist schon nicht so unwichtig. Kann ich mit leben. Ist schon okay. Ich weiß nicht, ob ich mir den ganzen Tag zuhören könnte. Was ist deine Philosophie? Okay. Ich hoffe, das sind keine Philosophien, sondern ja doch eher praktisch orientierte Theorien. Reicht das ganze Jahr. Okay, jetzt müsst ihr aber nicht frech werden, das ist schon, das reicht schon, das ist schon okay so. Gut, alright, also, dann sage ich an der Stelle mal ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das ist jetzt mit der Kamera schon wieder gar nicht. Ich hänge hier einfach immer nur so schief, ne? Muss ein bisschen gerade hier gesittet hinsetzen. So. So. Besser, ne? Okay, also danke, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, es ist was Plausibles, Passendes für euch und dann auch mit dabei. Und wie gesagt, tut mir leid, dass es halt ein Live-Trading wurde, aber guckt euch den Markt an. Das ist sinnlos, ne? Dieses auf der Stelle hin und her. Für meine Begriffe so nicht ohne weiteres zu machen, ne? Außer vielleicht im Scalping, aber das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt starten. So, von daher also nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns, glaube ich, nächste Woche am Dienstag dann auch schon wieder. Montag Und schon. ach, am Montag, ja genau. Nächste Woche bist du mich am Quälen. Ne? Da hast du ein paar Termine für mich gehabt. Ja, genau. Okay. Gut, also dann bis nächste Woche. Und aber nichtsdestotrotz, der Nelson hat das letzte Wort. Und ich sage auch danke an dich, Nelson, an FX Flat. Und wir sehen uns nächste Woche. Aber bleibt dran, der Nelson will ja nicht übergangen werden. Ciao. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Ich freue mich auch auf die Termine nächste Woche mit dir zusammen und bedanke mich bei allen Teilnehmern fürs Live-Dabeisein. War ja wirklich hervorragend wieder Besuch, auch im ersten Termin des Jahres. Und wünsche heute noch viel Erfolg, falls ihr handeln. Und ansonsten, wie gesagt, am Montag geht es auch weiter mit Dirk zusammen, Helpdesk und am Dienstag dann Live-Trading. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund.
und bis nächste Woche. Ciao, ciao.